gesagt, Pumpes hier in eine Sporthalle zu sprechen, normalerweise nur in die Kabine mit 20 Leuten. Aber so ist es auch ganz gut. Normalerweise, das kennt ihr, spricht man nur ein paar Minuten oder ein Timeout ein paar Sekunden. Deswegen für mich etwas ungewöhnlich hier über eine Stunde zu sprechen. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll eigentlich. Egal. Ich möchte euch so ein bisschen vom Japan erzählen. Ich kann kaum ganz Asien beurteilen, ein bisschen schon, aber nicht ganz. Europa auch nicht, ich kenne mich gut aus hier in Deutschland, ich kenne mich auch ganz okay in Österreich und Island. Aber es wird mehr oder weniger Vergleich mit Deutschland und Japan, sodass wir da ein bisschen. Bevor wir zum Handball kommen und Sport überhaupt, dann möchte ich euch nur ein bisschen über Japan sagen, weil das braucht man zu wissen, wenn man diese Handballer-Situation kennenlernen will. Japan ist nicht nur diese riesengroße Metropole, sondern auch kulturelles, sehr, sehr kulturelle Sache mit sehr vielen alten kulturellen Möglichkeiten. Aber wir kennen auch alle diese Nachtleben, wir kennen auch diese riesengroße Shibuya-Kreuzung. Wenn grünes Licht kommt, laufen bis 3000 Leute über die Straße gleichzeitig. Dann nochmal, wenn es grün kommt. Dann nochmal, wenn grün kommt. Das heißt, das ist eine wahnsinnige Metropole, die größte in der Welt. Aber hat auch diese Geschichte und alle diese kleinen, eleganten Feinheiten. So wie die Koi-Fische, super schöne Garten. Dann hat man diese crazy Sache, das wissen. Fashion. Und diese Manga. Anime, alle diese Sachen. Aber auf die andere Seite dann wunderschöne alte Sachen wie die Kimonos. Auch elegant. Sehr, sehr schön. Die haben aber auch sehr schöne Strände zum Urlaub machen. Die haben die schönsten Berge für Skifahren, Skigebiete. Die haben auch diese eleganten Bonsai-Bäume, auch im schönen Garten, gepflanzt. Sogar die Dicken sind elegant in Japan. Die Sumo-Wrestler. Also insgesamt alles vom feinsten Cherry Blossom wird jedes Jahr im März, April kommen. Alles so elegant gemacht in Japan. Das muss man wissen, wie schön dieses Land ist, wo wir weitergehen. Essen, beste Fisch in Japan. Sushi, Restaurants ohne Ende, Sashimi, was das alles heißt. Beste Fleisch ist auch in Japan, meiner Meinung nach. Super gute